Soll ich schon mal mit Ihnen üben? Wollen Sie schon mal beleidigt werden, oder? Bitte. Ja, Herr Timmermans, ich freue mich sehr, dass Sie Zeit für uns haben. Ich wollte ganz am Anfang des Gesprächs auch einfach mal Danke sagen für den Umweltbeitrag der EU. Nirgendwo wird so viel recycelt wie hier, zumindest wenn es um deutsche Politikerkarrieren geht. Ja, 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 das war früher mal so, dass man sagt, hast du noch einen Opa, schick ihn nach Europa. Ich bin auch jetzt Opa seit einem Jahr. Und in Europa. Und in Europa, ja. Sie sind ja für den Green Deal verantwortlich und gelten deshalb auch als der einflussreichste EU-Kommissar. Was ist dieses Superlativ wert? Es ist ja trotzdem das Vizepräsidentenamt der EU-Kommission. Also ich formuliere es mal anders, die schnellste Schildkröte bleibt ja eine Schildkröte. Stimmt, stimmt. Und ich kann nur Vorschläge machen, die ich dann verbreite und hoffe, dass es eine Mehrheit bekommt und dass es umgesetzt wird. Also Schildkröte passt ganz gut als Vergleich? Ja, ich akzeptiere diesen Vergleich, aber eine Schildkröte, die sich bewegt und die man nicht aufhalten kann. Eine dicke, starke Schildkröte. Wenn Sie das so wollen, okay. Wir haben uns die Energiewende in Deutschland angeguckt und wir sind zu dem Entschluss gekommen, Europa muss uns helfen. Was kann die EU-Kommission, was kann die EU tun? Der grüne Deal hilft uns, unsere Wirtschaft, unsere Gesellschaft umzugestalten in eine nachhaltige Gesellschaft. Weil wir einen Binnenmarkt haben in ganz Europa, können wir das auch am besten auf europäische Art und Weise machen. Wenn man die Schlussfolgerung aus diesem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zieht und sieht, dass Deutschland nachlegen muss bei der Nachhaltigkeit, das kann Deutschland nicht alleine. Dazu braucht Deutschland tatsächlich Europa. Und wir werden auch versuchen, da zu helfen. Für uns in Deutschland, für unsere Politiker wäre es einfach auch wichtig, dass die ganzen unbeliebten Maßnahmen von der EU durchgesetzt werden, sodass wir dann weiterhin sagen können, oh, die EU ist schuld. Ja, ja, so geht es immer. Also Sie sind bereit, die Rolle auszufüllen auch? Dazu sind wir da. Dazu sind wir da. Das ist schon immer so. Wenn etwas gut geht, haben wir es getan. Wenn etwas nicht so gut geht, dann ist Europa schuld. Ja. Also das wäre so ein Kompromiss, worauf man sich einigen kann. Sie machen das Gute und werden dafür beleidigt. Ja, gut. Gut, wenn das dazu führt, dass wir tatsächlich unsere Gesellschaft umgestalten, dass wir tatsächlich nachhaltig werden, da bin ich dazu bereit, auch als Sündenbock zu funktionieren. Ja. Kein Problem. Ja. Soll ich es schon mal mit Ihnen üben? Wollen Sie schon mal beleidigt werden? Oder? Bitte. Ja, wirklich. Sie EU-Depp. Sowas hört man doch dann, oder? Ja, und sie auf Englisch sagt man dann unelected faceless bureaucrat. Gesichtslose Bürokrat. Das ist was, mein Sohn sagt das auch immer dann. Zu Ihnen? Auch. Zu mir, sagen wir, trinken wir eine Tasse Kaffee, morgen sagt er, guten Morgen, du unerwählter, gesichtsloser Bürokrat. Und dann sagen sie, ich rette für dich die Welt. Und er sagt, ach, geh mir weg, geh nach Brüssel, hau ab. Nee, das Gute an unserem Green Deal ist, dass wir massive Unterstützung der Jugend haben in Europa. Ohne Jugend gäbe es überhaupt keinen Green Deal. Ne? Die EU will ja jetzt mit dem Green Deal wirklich vorangehen. Wie passt das damit zusammen, dass das EU-Parlament immer noch zwischen Brüssel und Straßburg hin und her pendelt? Das ist einfach so, dass die Mitgliedstaaten sich bei den Verträgen darauf geeinigt sind, dass wir das so machen. Das Parlament kann nicht selber entscheiden. Ja, aber Sie sind doch der EU-Umweltkommissar. Sie müssen da ran. Ja, aber ich muss auch unsere Verträge respektieren. Ja, aber wenn Verträge dumm sind, muss man sie ändern. Das ist wie ein Handyvertrag. Ja, aber das können wir nicht machen. Das müssen die Mitgliedstaaten machen. Und die wollen das nicht. Sie sind ja als Niederländer für den Green Deal zuständig. Ist das ein Vorteil, weil Ihr Land ja von einem steigenden Meeresspiegel direkt betroffen wäre? Jetzt von der Motivation her? Ja, ja, ich glaube schon, dass es hilft, aus einem Land zu kommen, wo die Leute gut wissen, dass wenn es schief geht, dass wir das Risiko haben, dass wir verschwinden, unter Wasser verschwinden. Also man kann mit der Natur sich auseinandersetzen und Lösungen finden. Also das haben wir schon seit dem Mittelalter entdeckt. Reden wir jetzt über das Kiffen oder mit der Natur auseinandersetzen? Oder? Ja, das ist wieder ein anderes Thema. Kommen wir zum Thema Gebäudesanierung.
Das ist ja wirklich ein großes Thema. Gebäude sind ja für 40% der Energie in Europa verantwortlich, 30% der Emissionen. Das denkt man ja so erstmal gar nicht. Alle reden immer über Kurzstreckenflüge. Wieso ist das so? Naja, das Thema Transport ist wichtig, weil dort die Emissionen nicht runtergehen, aber steigen. Bei den Gebäuden erreichen wir weniger, als was notwendig ist. Also da müssen wir auch nachlegen. Ist aber nicht so klar für viele Bürgerinnen und Bürger, dass es dort auch ein Problem gibt. Wir reduzieren den Energieverbrauch bei Gebäuden um ungefähr 1% jährlich. Das muss mindestens 2% jährlich sein. Das sind unsere Ziele. So eine energetische Sanierung ist ja sehr aufwendig. Ja. Wäre eine heiße Sanierung nicht einfacher? Sprich, man zündet den ganzen Bums an und die Versicherung zahlt? Nee, das würde ich nicht empfehlen. Vorbild wäre der Kaiser Nero? Ja. Bis 2030 will die EU ja 55% der Treibhausgasemissionen reduziert haben gegenüber 1990. Ja. Ich will ja auch helfen. Ich hätte vielleicht auch noch ein paar Einzelmaßnahmen, die ich vorschlagen würde, dass wir da weiter vorankommen. Mhm. Würden Sie sich die anhören? Bitte. Also als erstes würde ich Friedrich Merz beide Privatflugzeuge wegnehmen. Okay. Ich höre zu. Ja, sehr gut. Also Sie haben es notiert, sage ich mal. Ich habe es notiert. Sehr gut. Lutz van der Horst darf nur noch innerdeutsch Urlaub machen. Würde enorm viel beitragen zum Klimaziel. Und alle Omas dürfen nicht mehr im Hühnerstall Motorrad fahren. Das ist in Deutschland wirklich ein sehr großes Thema. Wirklich? Ja. Motorradfahren im Hühnerstall? Ja. Das ist neu für mich. Ja. Also Sie haben es abgespeichert? Ich habe es notiert. Mal sehen, was wir machen können. Auf Europas Straßen soll es ja bis 2030 30 Millionen emissionsfreie Pkw geben. Ja. Die Verkehrswende soll ja laut EU nachhaltig, krisenresistent und intelligent sein. Muss es wirklich auch intelligent sein? Darf auch blöd sein, wenn es nur klappt. Ja, das sind gute Nachrichten für Andi Scheuer. Okay. Zum Schluss wollte ich auch noch mal explizit Danke sagen, dass die EU sich um Ursula von der Leyen kümmert. Wir machen das gerne. Sehr schön. Kennt ihr das, wenn ihr nach einer mega geilen Feier irgendwo im Nirgendwo wieder aufwacht? Ja, und dann... Dann hilft eigentlich nur noch eins. Alle Heute-Show-Videos gucken, liken, kommentieren und natürlich den Kanal abonnieren. Ja, das machen wir jetzt. Ja. Scheiße, wo ist mein Handy?